Hoch! Kommen sie alle schon vorbeigelaufen? Pass auf, jetzt stimmen sie mich gleich wieder alle an. Mhm. Ja, klar. Machen sie sowieso. Ja, Bagro. Ich. Die ich gehabt. Super. Ja. So. Die ist nicht am Samstag aufheben gebunden. Ich hab die Agro nicht absichtlich provoziert. Ja Leute, wir sitzen hier bei strahlendstem Sonnenschein mitten im Dunkel, weil ja die Aufnahmequalität unserer Kamera so gut ist, dass hinter uns alles weiß wäre. Das wäre wie zwei Gottheiten, die im Himmel sitzen und auf euch herablachen. Man hat es vielleicht in den letzten Aufnahmen schon gemerkt, wo wir das Fenster nur fast zugemacht haben, also das Rollo. Allerdings, habe ich mir gedacht, nee, heute nicht, ich mach's mal ganz zu. Und deswegen sitzen wir hier jetzt im Dunkeln, obwohl es draußen noch hell ist. Und meine Ingame-Uhr könnt ihr ja nicht sehen, weil da lege ich mal wieder die Webcam mit drüber. Aber ich kann euch sagen, es ist gerade 15.10 Uhr. Also Nachmittag. Wieso immer, wenn ich in eine Mobgruppe reinrenne, überholt mich ein chargender Krieger? Das ist... Daran musst du dich gewöhnen. Das ist... Ja, das erinnert mich wieder an diesen einen Comic, wo der... da draußen so der Wind, dass da irgendwas rüttelt da an meinem Rouladen, wollte ich schon fast sagen. Die sollen sich immer ans Essen denken. Oh, Hammerschmied, komm her. Wo ist der Hammerschmied? Da ist der Hammerschmied. Da steht er, der auferstandene Hammerschmied. Sehr schön. Müssen wir hier noch irgendwas machen? Der Willi, Hoffnungsbrecher. Der Willi. Wenn du schon Willi. Der Willi. Der Little Willi. Betäubt, betäubt, betäubt. Noch was? Noch ein Wunsch. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mit meinem Auge spiele. Nee. Ja, die Leute haben doch dann nichts davon. Du hast halt keine Bildschirmaufnahmen bei dir. Das heißt, die Leute haben nichts davon, wenn du mit dem Auge spielst. Doch, man sieht doch mich dann bei dir ja in der Kamera rum. Man sieht dich auch so gerade. Du bist gerade direkt in mir. Doing, doing, doing. Sieht man doch gut. Doing, doing. Oh Mann. Tut mir leid, ich liebe dies. Allein deswegen habe ich einen Hexer angefangen. Wird alles auf CD und komm, werden alle CDs auslaufen, zack's dann. Ja, das ist immer. Das ist typisch. Komm, der droppt jetzt sein Schmuckstück mit der kleinen, mit der Kanone. Das ist auch ein sehr interessantes Spielzeug. Diese Kanone. Dann schießen wir ihm mal Verbrennen ins Gesicht, dass er verbrennt, bis ich meinen Chaosblitz wieder habe und Chaosblitz noch einmal durchcasten. Nun, ich glaube, ich habe einen Disconnect. Ja, ich glaube auch. Das war nur ein Lag. Aber der Heiler stirbt trotzdem. Heiler ist tot. Hals mit Ausdauer im Trefferwert und eine Schusswaffe. Die Schusswaffe brauche ich unbedingt. Ups, jetzt habe ich versehentlich Bedarf auf die Schusswaffe gemacht. Ist egal, wir haben eh kein Heiler. Hunter. Ja, kein Hunter mehr. Ja, wir sind in der deutschen Sprache nicht mehr richtig. Ich bin behindert. Was, please? Kommt doch schon. Das dauert 10 Sekunden. Ja. Der pinkelt sich schon in die Hose, weil alle wieder weglaufen. Yay! Heute habe ich echt ziemlich viel Loot-Glück irgendwie.
Tank is coming. Wille ist tragbare Haubitze. Heißt dieses Gewehr. Wie sieht denn das aus? Nicht schlecht. Ein ganz schön großes Rohr. Das ist ja fast ein Trichter. Ja. Holt den Trichter. Holt den Trichter. Soweit sind wir zum Glück noch nicht und werden wir auch nie sein, dass wir einen Trichter brauchen. Irgendwie. Ja, das war mal wieder ein bisschen enger. Ja. Mein Chaosbolt hat der zweite verfehlt, ich fasse es nicht. Ich habe auch einen Mortal Strike drauf, meine ganze Heilung ist halbiert. Ja, da ist mein Kopf. Ich habe gesagt, der nächste Kopf, der droppt, egal was es ist, ich nehme ihn und setze ihn auf. Hat endlich einen Kopf. Also irgendjemand würfelt ihn mir weg. Was ich ja doch sehr, sehr sinnlos finde, weil wer braucht den schon? Ach, da ist er. Und jetzt kannst du nicht tragen, weil du doch zu low bist. Nee, ich kann ihn schon tragen. Und es ist ein schwuler grüner Hut. Sah aus wie sie aus wie einer von den sieben Zwergen. Oh mein Gott, ist die Witze geil, ich höre mich zum Morgen auf. Der Instrukteur Garfield? Ganz toll, ich wurde geschiebt. Garfield? Nee, er heißt nicht Garfield, irgendwas mit Garfeld oder so. Galford. Solange nicht Garfunkel heißt. Garfunkel. Nein, kein Pokémon heute. Nö, 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 nö. Also es ist ein Kapalores. Kapalores kriegt da höchstwahrscheinlich eh eine Mega-Entwicklung. Kapalores, Kapalores. Noch nicht hundertprozentig bestätigt, aber so gut wie sicher. Stell dir das mal vor, ein Mega-Kapalores, ey. Verprügelt dich mit Level Up! Ich hab's auch gleich. Finsterer Handel, erlernen! Leute, es ist so dunkel, ich sehe meine Tastatur nicht. Thanks! Die unverständlichste Weise, Thanks zu schreiben, die ich jemals gesehen habe. Ey, wir müssen noch den Typen hinter uns ja, drücken. Ja, die haben da drin schon wieder was gepult. Ja, da drin steht nämlich der Ballnasar. Ja, der gute alte Ballnasar. Auch bekannt aus meinem Warcraft 3 LP, falls ihr es gesehen habt, höchstwahrscheinlich nicht. Ich hab schon eine Second Skill. Level ich up! Hab schon eine Second und Skill. Ich kann okay. Auch was skillen. Ewige Flamme, yay! Yay! Geiler Scheiß, jetzt hab ich einen Totenkopf über mir und der sieht übelst genial aus. Weil wir müssen ja alles ausprobieren, was wir neu bekommen. Deswegen einfach mal drauf drücken. So, was kann denn das? Wozu ist der rote Knopf da? Nicht drauf drücken! Ich bin betäubt. Boom! So. Und vergiss nicht, das Bild hier einzusammeln. Es gibt keine Beute. Jetzt. Nach dem dritten Mal hat jetzt da geheißen, es gibt keine Beute. Nein, du bekommst deine Beute nicht. Wir mögen dich nicht. Halt, ich muss doch schnell den Umhang anlegen. Ich habe alles gekriegt da drin bis jetzt. Ja. Na dann. Auf ihn drauf, auf ihn drauf. Kann man den eigentlich verbannen? Ich glaube, der ist. Nee, Simon. Das wäre jetzt zu geil gewesen. Boss also verbannen. Ich weiß nicht, was der Krieger davor hat, aber spotten ist beim Bosskämpfen generell keine gute Idee. Mein Verbrenner hat jetzt zweimal hintereinander mit 1500 gekrittet, das war jetzt geil. Und dann kam ein Chaosbolt noch hinterher. You see? Ich hab dich mit Damage überholt.
Ein zweihändiges Schwert. Das Ding gibt mir 7 Crit mehr und dafür verliere ich Int 1 Punkt, Ausdauer 1 Punkt und Trefferwertung 1 Punkt. Würde sich eigentlich lohnen, oder? Ja, für 7 Int. Für 7 Crit. Braucht die Dämonenschneider irgendjemand? Dann nehme ich die mal mit. Fürs Vergeltergier. Und was haben wir hier? Nichts Interessantes. Das heißt, wir nehmen das hier, weil es am meisten wert ist. Oh, ich kann ein Ketten-Item nochmal durch Platte ersetzen. Das ist sehr schön. Hier draußen ist auch nochmal ein Fragezeichen. Alter! Achso, okay. Mit dem müssen wir nicht kämpfen. Oh, das war ja wieder ordentlich XP jetzt. Jo. Also raus hier. Stones Gruppe verlassen. Bitte verlassen Sie all die Stones Gruppe. Das erinnere mich an den Typen aus der Schweizer Garde mein Gott, also, Illuminati. Wie lange haben wir jetzt schon wieder aufgenommen? Halbe Stunde sind wir schon wieder dabei. Erst. Da so. Geht noch mehr. Jetzt die Frage, Solo lohnt sich immer noch, weil die Quests, so viel Bosse und so weil da drin sind. So verdammt viele Quests sind. Dann melden wir dann. Jetzt haben wir eine orange und eine grüne, aber keine gelbe, weil alle anderen einfach nur asozial sind. Weil Chrissy hat ja angekündigt, er schreit, wenn er in Düsterbruch reinkommt. Und das ja, will das, ich gilt vermeiden. Das gilt immer noch. Das will ich tunlichst vermeiden. Ich finde den Totenkopf von der Fähigkeit so geil. Das ist das Zeichen, dass du gerade unverwundbar bist. Wie viel Abklingzeit hat das Ding? 3 Minuten. Ja. Alle 3 Minuten, 8 Sekunden unverwundbar. Ja, du kriegst halt dann die Hälfte von dem Schaden, den du in der Zeit gekriegt hast, für das Dot hinterher. Das heißt, ich brauche einen guten Heiler hinter mir. Jetzt habe ich meine tolle grüne Kapuze. Das Equipment sieht jetzt im Insgesamten so schwul aus. Aber voll. So total giftgrün. Und mit meiner schwarzen Haut von meinem Hexenmeister und dann mit diesen komischen Schultern. Sieht das Ganze nicht wirklich toll aus. Ja, wir haben noch ein halbes Level erholt Bonus. Die holen wir dann irgendwann mal als T1. T2 war nicht so toll. Bitte lass Solo kommen. Ja, das wollen wir eigentlich das, nicht auslassen. Solo werden einfach. Da gibt es zwar nur 2 Quests drin, aber die 2 Quests geben 30.000 Erfahrung. Der Helm aus dem T4 ist auch cool. Der erinnert mich an Hexenkönig. Von Herr der Ringe. So ein bisschen. Also ich muss sagen, Hexenmeister sind eine der Klassen, die eigentlich immer ziemlich gutes Gear haben. Die Klasse mit den schlimmsten Equip, finde ich, ist Hunter. Ja, Hunter haben keine gescheiten T-Sets, finde ich. Da sind keine Sets, wo du jetzt sagst, das lohnt sich, das zu mocken, oder dass du sagst, hey, sieht awesome aus. Das für Jäger waren sie schon immer sehr einfallslos mit den T-Sets, also... Das ist so diese typische Klasse, wenn sie ihr Pet verlieren, dann legen sie sich unter das Auto und heulen. Vielleicht lieber auch noch kein gutes Equipment. Und um John zu zitieren... Wenn ich das gehört habe, bin ich erstmal abgebrochen. Das T10 vom Hexen, was war denn das nochmal? Das ICC-Set. Das war auch nicht schlecht, aber gibt's Besseres. Ja, haha, das T11, das war auch sehr lustig. Oder das Feuerlande-Gear, das war eigentlich auch eins von den Sets. Also Feuerlande-Gear war eins der Sets, das hat eigentlich bei ziemlich jeder Klasse gut ausgeguckt. Da war auch das Hunter-Set ziemlich okay. Ja. Zum Beispiel Priester fand ich auch geil, die sahen dann aus wie Juggernauts aus Call of Duty mit ihrem Kopf, mit ihrer Kloschüssel. Oder die Magier, die mit ihren geilen Schultern und ihren Helmen. Das also Feuerlande-Sets, glaube ich, gab es kein Set, das schlecht aussah. Es gab aber auch umgekehrt kaum ein T6-Set, das nicht gut aussah. Naja, es geht.
Also wenn man sich Priester wirklich, also das war einfach ein Bonze, wenn du den gesehen hast mit seinem Gear, das sah einfach mal geil aus. Ich meine, Paladin T6, gut, Oder der Waffenrock stört da jetzt ein bisschen, aber. das Druidenset war ein bisschen komisch mit dem, mit dem Kopf ein bisschen so Klubschaugen-Roboter-mäßig, aber ansonsten Schamanen auch. Schamanen, die hatten ends geiles Gear. Also Fazit T12, das war einfach geil. Und das ist Paladin T6. Ja, als Paladin D6 weiß ich nicht. Die Schultern und der Kopf sind gut, aber die Hose, da brauchst du irgendwas Rockmäßiges dazu. Also, ich finde das Gear so, wie es jetzt da ist, das komplette T6 Paladin Gear ist schwul. Da brauchst du die richtige Combo. Bin ja bei Damnassus jetzt auch schon Oder respektvoll geworden gerade. Moment, wo habe ich denn was? Paladin Exodatu T12 ist gleiche, war Neas. geil. Krieger T12, das konntest du auch sehen. Todesritter T12. Numerikan habe ich auch schon, okay. Ja gut, sah ein bisschen Asterix-mäßig aus, aber war auch nicht schlecht. Solo. Nehmen wir Exodar als nächstes. Ja, und das hatte T12, wie gesagt, das konntest du eigentlich auch sehen. Im Gegensatz zum T11, das war ein T11. gehäuteter Das Hunter Murloc. T11, das war komisch. Einfach nur komisch. Ja, also was mir so auffällt, so diese Hunter-Equips, das sind immer von irgendwelchen gehäuteten Tieren. Gehäuteter Saurock haben wir jetzt im Moment, glaube ich, oder so. Also Komm, komm, gehäuteter Wolf letzte Idee muss annehmen. und irgendwie, also ich glaube, das die Hunter-Sets, da war immer irgendwas gehäutet. Und der ist AFK. Ja, das T1, das kann man jetzt nicht sagen, dass das gehäutet war, aber dann ging es schon los hier mit dem T2, das war ein gehäuteter Drachkin, eindeutig. Waren es vielleicht auch drei Drachkins, weil einmal Kopf auf dem Kopf und dann noch zwei Köpfe jeweils rechts, links auf der Schulter, aber es waren auch gehäutete Viecher. Dann ist T3 vom Hunter, das, okay, war nicht gehäutet, sah aber auch scheiße aus. Da hat er irgendein Büffelfiech, ein Gronn oder irgend sowas, wo sich das Auge noch bewegt, gehäutet. Oder was auch immer das ist. Was er da zerlegt hat, weiß ich nicht beim T5. Das T4 ist auch nicht sehr identifizierbar. Da hat er vielleicht so ein Todesschredder-Wachen-Dings da auf der Höllenfahrer Halbinsel zerlegt. Ja, das T7 sah genauso scheiße aus wie das T3. Ja, da hat er irgendeinen Stier auseinandergenommen oder hat einen untoten Kopf ausgehöhlt und hat sich den dann aufgesetzt, so nach dem Ding, was man findet, darf man behalten. Also ich bin Ja. immer noch sehr fasziniert, dass du das ganze Zeug hier so kommentierst, ohne dass die Leute es sehen. Ja, die Leute können sich ja selber angucken, aber ich kommentiere ja darüber, weil sonst könnte ich es einfach durchgehen und sagen, schaut es euch an, Leute, das sieht so scheiße aus. Deswegen rede ich einfach nur so über die Sets. Ihr könnt euch ja die Sets mal so nochmal angucken. Oh, wir sind schon. Okay. Sind nur 22 kp. Ich habe vergessen, das letzte Mal, als ich hier war, war ich ja mit Level Gear hier drin. Da gibt es ja nochmal schön 40, 50 MP extra. Also 54%. So ein doppelter Chaosblitz hat schon was. Ja, Leute, ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, welche Sets euch am besten gefallen haben, aber das Hunter-Set, also die Hunter-Sets, ich kann mich nur drüber auslassen, waren einfach scheiße. Meinen Jami habt ihr ja in der Special-Folge schon gesehen. Rennt mit T6 rum. Ja, die Shami-Sets, die sind eigentlich relativ gut. Vom Paladin mag ich auch zum Beispiel ganz gerne das T10 Hero. Aus ICC, das fand ich auch recht gut. Und das aktuelle Set von Paladin ist auch geil. Also da haben sie sich schon wieder gut was einfallen lassen. Ja, das aktuelle Paladin-Set, das geht. Ja. Ich bin zwar ein großer Freund vom T6-Set vom Paladin. Und T2 natürlich, da kann ich mich nur davor verbeugen. Das ist T2 Paladin und ein Raggi-Hammer dazu.
Dann das hast du ausgesorgt, dann brauchst du kein Style-Gear Das Set, was am allerbesten zum T2 dazu passt, die Waffe, die am allerbesten dazu passt, wäre ja eigentlich ein Aschenbringer, aber den gibt's ja leider nicht mehr. Aschenbringer, Kriegt man nur, wenn man Heiligen Rächer auf Level 60 skillt. Oder Level 75 war der, glaube ich, oder? Ich bin mir nicht sicher. 75. Den habe ich natürlich geskillt, weil Heiliger Rächer ist eine Außenfähigkeit, also voll in der Rota mit eingebaut. Ich glaube, aus dem Kreis sollte ich mal raus, ja. Lizzie spielt einen Burst-Tadin. Ja, ich kann meinen Schaden auch nach dem Burst noch gut oben halten, also. Das ja, kann ich auch. Das ist nicht nur Burst und dann ist vorbei, also. Ja, letzten Crit. Und Bedarf, weil wir Hexenmeister brauchen ja Kette.